Ich versuche die Sache einfach und schnörkellos zu machen. Das ist für mich einfach wirklich ein Arbeitsmittel, was einmal nachgedacht wird drüber, dann sauber aufgesetzt und dann soll es funktionieren. Jetzt kommt es eigentlich darauf an, was ist wichtig. Wichtig ist, die meisten machen den Grundfehler, die Objektive falsch zu messen. Es wird angenommen, 50er Objektiv, 50er Durchmesser. Ist nicht der Fall. Kann ich euch mal kurz mal zeigen. Wir haben beim 50er Objektiv bei Zeiss ein Standardmaß von 56 mm. Somit ist auch der Adapter in 56 mm zu bestellen oder zu kaufen. Es gibt 57, 54, alle Größen. Das Problem ist bei den Adaptern, wenn man die in der falschen Größe kauft und einstellt und zwängt die Adapter, sind es ja nicht mehr kreisrund zur Bildmitte, sondern das Gerät steht dann außerhalb der Bildmitte im Zielfernrohr und somit ist ein präzises Schießen nicht mehr ganz so möglich. Also achtet immer darauf, Punkt 1, der Chris hat das schon richtig ausgesucht, der hat den richtigen schon für sein Gerät gehabt hier, dass das auf jeden Fall da so richtig ist. Jetzt werde ich euch mal zwei, drei Worte zu diesen Adaptern erzählen. Adapter werden viel im Internet hochgelobt von allen Richtungen. Ihr werdet gleich sehen, wo der Vor- und Nachteil ist bei den Adapter. Jeder hat da sein eigenes Feeling, was er schön findet. Ich habe mir zweimal hingestellt, die wir ab und zu nicht mehr verkaufen und auch nicht mehr für Kunden rausheben wollen, obwohl sie auch gehypt werden. Aber man kann es gleich alleine merken. Das ist halt nun mal so. Wir haben hier einen modularen Adapter, der am Zielfernrohr fest verklebt werden kann mit einem Vorsatzteil, wo man wunderschön hören kann. Das sind Geräusche, also keine Wildart. Keine Wildart kann diese Geräusche ab und hat den nächsten Nachteil, eine feine Verzahnung. Staub, Dreck setzen sich rein, ist für den normalen Jäger schon zu feinfühlig. Also ist mehr so Schießstandtechnik in meinen Augen. Verkaufen wir gar nicht mehr, wird auch allgemein schwer verkauft. Die Leute, die sowas haben, lassen teilweise abbauen. Machen wir mal raus, ist er weg. Dann haben wir die nächste Adaptervariante, wenn man modular arbeiten will. Gibt es von Rosan den Adapter mit einem Adapterring, der vorne raufkommt, auf vier Zapfen gelagert, einstecken, rüberdrehen, Füllumdrehung, ist halt fest. Ist da, hat den großen Vorteil, ich nehme ein Gerät für mehrere Waffen, Adapter bleibt auf der Waffe drauf und der Adapterring kommt auf das Gerät. Somit ist es leicht zu handhaben. Nachteil ist wieder für den nicht sauberen, ordentlichen Jäger, wenn sich da Dreckpartikel reinsetzen oder so. Es wird schwer zu verbinden, also wirklich, man muss hier die Reinlichkeit ein bisschen halten. Dann geht es weiter zu dem berühmtesten Adapter, der von Rosan gebaut wird für Pulsargeräte. Pulsargeräte werden mit einer Füllumdrehung eingeklinkt über eine Blattfeder, die hier unten verbaut ist. Ist absolut nicht mein Highlight, da alle Geräte, die über diese Blattfeder arretiert werden, beweglich im Adapter sind und unschwer zu verstehen, dass das nicht förderlich sein kann auf Dauer für diese Präzision der Geräte. Also wie gesagt, nicht meine erste Wahl. Dann geht es weiter. Dann haben wir nochmal verschiedene Patente mit seitlichen und Hebeln nach hinten. Die Geschichte mit Hebeln nach hinten, nach der Seite, hat den großen Vorteil, man kann die Geräte nehmen zum Beobachten und zum Schießen. Man haut sich nicht immer die Spannhebel direkt an den Kopf. Ist auch unschön zu merken. Der Nachteil ist bei einem seitlichen Hebel eine Verspannung. Man bekommt ein Gerät seltenst, wenn es aufgeschoben ist, mit dem Hebel gerade hin. Durch das Runterdrücken des Hebels verdreht sich das Gerät immer um 1, 2 Grad. Hat den großen Nachteil bei Geräten, wo man es nicht machen kann, dass sie unpräzise werden. Hier Mikro, das Gerät, was sich jetzt Chris hier gerade auf die Waffe machen lässt, hat das Problem nicht. Wir können bis 35 Grad das Gerät verkanten und würden immer noch schießen können. Aber man hat halt nicht das gerade Bild. Aber wie gesagt, Vorteil ist, ich hau mir diesen Spannhebel nicht in den Kopf. Dann gibt es nochmal die Geschichte von Smart Clip Bouts, alle anderen Bouts möglicherweise auch. Wie gesagt, mit der Umlenkung, lautloses Verriegeln zur Seite, aber ein leichtes Verdrehen ist immer gegeben. Dann mein Favorit, den der Chris sich selber ausgesucht hat, ist der wirklich der beste und einfachste Adapter. Wunderschön gebaut, stabil. Ein Spannhebel immer axiell hinten nach vorne, immer gerade drauf, funktioniert wunderbar. Ich kann keinen Fehler machen, der kann dreckig sein, der kann runterfallen, der ist stabil, der geht nicht kaputt. Also wirklich,
der einfachste Adapter, aber auch der sinnvollste Adapter für das Gerät. Und dann gibt es nur noch einen Unterschied beim Montieren von diesen Geräten, dass man zuerst anfängt, sich diesen Adapter nimmt, setzt ihn auf und kontrolliert die Spannung von Adapter. Der Adapter hat eine sehr, sehr leichte Spannung momentan, die viel zu leicht ist, die wir gleich einstellen werden. Jeder Adapter, viele, viele vergessen es, haben immer zwei Schrauben. Egal welchen Hersteller man nimmt, egal welche Ausführung man nimmt, es ist immer eine kleine Schraube zur Arretierung der großen Hauptschraube. Nie vergessen, erst die kleine Schraube zu lösen. Warum? Weil ich die kleine Schraube, wenn ich die nicht löse, das Gewinde oder den Kopf von der Hauptschraube zerwürge. Also immer darauf achten, dass die kleine Schraube zuerst gelöst wird. Nach Lösen der kleinen Schraube, Werkzeug ist immer im Lieferumfang enthalten, deswegen nicht wundern, warum es zwei Schlüssel sind, genau aus diesem Grund. Hebel wird nach vorne gelegt, leicht angedreht. Es ist irgendwann eine Gefühlssache. Diese Schrauben können sich im Laufe der Bedienung oder der jagdlichen Einsatzzwecke können sich die lösen. Wenn eine leichte, merkliche Spannung da ist, wir sagen als Büchsenmacher immer, es muss kein Wasser aus dem Gewinde kommen. Leichte Spannung ist vollkommen in Ordnung. Damit haben wir das erste Problem gelöst. Der Adapter ist eingestellt. Wir kontrollieren auf jeden Fall immer nochmal, dass die Schraube fest ist, die Sicherungsschraube. Und jetzt gibt es eigentlich bloß noch zwei Sachen. Vom reinen Handling, wie wird das Gerät benutzt? Der Adapter wird aufgedreht und dann kommt halt die Haptik. Manche Kunden möchten den Hebel an der Seite haben, manche möchten ihn oben haben. Ich empfehle immer, den Hebel nach oben zu machen, weil es eigentlich wie Kim und Korn geht. Das sieht man gleich. Der Konterring wird leicht angedreht. Und dieser Spalt, der von vorne zu sehen ist, wird akkurat zur Mitte vom Gerät versetzt, weil in einer leichten Dämmerung oder auch Dunkelheit, das ist das Einzige, was ich noch ein bisschen erkennen kann. Da bringt mir auch nicht dieser allbekannte Strich, weißer Strich auf dem Glas, wie alle raufmachen, bei Pulsar sehr bekannt, totaler Quatsch in meinen Augen. Aufsetzen, man kann über das Glas rüberpeilen oder rüberfühlen. Hebel ist nach vorne, Gerät ist fest. Wie gesagt, der Vorteil bei diesen Geräten, bei den neuen hier, wir können auch eine leichte Verkantung machen. Bis 35 Grad haben wir getestet im Schießstand, würden wir immer noch tödlich treffen. Natürlich werden wir eine kleine Abweichung haben von 3-4 cm, aber es würde noch funktionieren. Gerät immer versuchen gerade aufzusetzen und im Idealfall auf eine stehende Waffe, also hochkant gestellt, ist kein Problem. Stefan, okay, mich sieht man jetzt zwar nicht ganz so toll, aber für mich ist das immer Wahnsinn, was es da auch an Auswahl gibt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch immer ein Purist. Ich versuche die Sache einfach und schnörkellos zu machen. Das ist für mich einfach wirklich ein Arbeitsmittel, was einmal nachgedacht wird drüber, dann sauber aufgesetzt und dann soll es funktionieren. Ich bin nicht, sag mal, der Mann dahinter, sondern ich bin der Mann für Grobe, nämlich der das dann benutzen soll. Deswegen so eine Sache wie Schmutz da drinne, dass das irgendwie gereinigt werden kann, das sind für mich essentielle Sachen. Dass das wirklich eine super Art ist, sozusagen dieses Vordergerät ranzuklemmen. Diese Auswahl hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber dass die aus Metall sind, muss eigentlich jedem klar sein, oder? Gibt es da Leute, die jetzt wirklich kommen, zu dir kommen und ernsthaft sagen, ich habe hier einen Adapter für 3,50 Euro aus China, einen Plastering? Ja, und zwar... nicht wirklich, oder? Ja, doch, es ist ein Thema. Also auch im Zeitalter des 3D-Druckers, es werden auch Adapter selber gebaut. Es ist ein Thema geworden und es ist wirklich für jeden selbstverständlich, dass das nicht funktionieren kann. Oder so eine Geschichten wie, passt nicht, man nimmt halt den Inlet raus komplett, Eisen auf Eisen rutscht, kann sich auch jeder selber erklären. Oder halt so Sachen wie, bisschen das, Isoband, das Tape rein gemacht, hier ein bisschen Isoband rein gemacht, hier ein bisschen was abgefummelt, dass er da irgendwie raufgeht, weil das jetzt auch wieder dieses Maß nicht gepasst hat, dann wird da irgendwann rumgespielt, dass diese Geräte dann nicht schießen können, nicht funktionieren, ist selbstverständlich. Und dann wird dann teilweise auch in den Jägerschaften dann am Lagerfeuer schlecht gemacht, obwohl eigentlich das Schlechte dahinter sitzt und ja nicht das Gerät an sich ist. Ne? Muss man sagen. Ja, Plaste, wie gesagt, sollte man absolut die Finger von lassen, auch diese selber bauen. Ein Adapter, ein guter, der kostet um die 160 Euro, ist halt nur mal so plus minus. Die sollte man investieren, weil da hängt das ganze jagdliche Glück dran und das ist so ganz so wichtig. Ja, machen wir uns nichts vor, aber ehrlich gesagt, das Gerät da vorne, wir reden ja meistens in höherstelligen Tausender, also 2.000, 3.000, sowas in der Region investieren die Leute ja.
dann bitte nicht hier dran sparen. Also richtig. Diese letzten zwei, richtig. Die eigentlich die essentiellen sind, richtig, wo ich sage, damit schieße ich irgendwie gerade. Ne? Genau. Also da muss man wirklich schauen, macht es wirklich gewissenhaft, weil letzten Endes hängt immer ein Tierwohl dran, ne? Und da ist niemandem sozusagen mal geholfen, wenn man irgendwie da Fehlschüsse produziert. Genau, und das ist ja das eine. Wir hatten uns ja gerade schon mal unterhalten darüber gehabt, was kann so ein Gerät eigentlich noch alles kann. Wir wollen viel Technik erwarten, viel Technik von so einem Gerät, viel Hilfeleistung und sparen dann an so einem Bauteil, was wichtig ist, ja. Und Chris, wie du selber schon gesagt hast, diese Kalibrierung von diesen Geräten, man will heutzutage keine große Klacken mehr haben, man will das cool haben, das Bild soll nicht stehen bleiben, das soll alles flüssig funktionieren. Das können die Geräte, deswegen hast du dir das auch so ausgesucht. Mhm. Und das ist wirklich ein tolles Gerät, aber dann soll das wirklich nicht hier hinten dran scheitern. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ja. Genau. Tipp Nummer 1 schon mal, also gut, das heißt Tipp Nummer 1, eigentlich ist das Voraussetzung Nummer 1. Richtig, okay. Genau so. Gut, aus. An der Stelle sind wir durch. Ja. Wir schnappen uns jetzt die Knifte und gehen jetzt auf den Schießstand und werden mal ein paar Löcher in die Scheibe machen. Schauen wir mal.